Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag um 13.30 Uhr beim Karlsruher SC. Herzlich begrüße ich auch unseren Cheftrainer Christian Tietz. Zu dieser Partie werden Stand jetzt 15.000 Zuschauer erwartet, 1.000 davon kommen aus Magdeburg. Kommen wir direkt zum Personal. Ausfallen werden Florian Kahrt, der unter dem pfeiferischen Drüsenfieber leidet, Lukas Schuler und Maximilian Franzke, die jeweils im Aufbautraining sich befinden, im Training heute nicht dabei, waren zudem Belal Halbouni, Jamie Lawrence und Tatsuya Ito wegen eines Infekts und Barış Artık wegen einer Bänderzerrung. Ja, Trainer, jetzt nach dem ersten Spiel gegen Düsseldorf geht es jetzt nach Karlsruhe. Wie hast du denn die vergangenen Trainingstage erlebt und wie schätzt du den kommenden Gegner ein? Gute intensive Trainingstage waren natürlich die ersten beiden Tage, aber so ging es ja an, natürlich sehr stark durch die Hitze auch geprägt. Das war schon intensiv für die Spieler, aber wir haben uns ganz klar auf die Dinge eintrainiert und eingespielt, was wir verbessern wollten, wie wir von hinten Spieler öffnen, wie wir einen Spielübertrag hinbekommen wollen, wie wir versuchen wollen, in der Box zu verteidigen. Und da waren die Spieler und die Jungs wirklich in vollem Eifer dabei. Danke, Trainer, für die einleitenden Worte. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Ja, Patrick Nowak für die Volksstimme. Ja, guten Tag, Herr Tietz. Mit Karlsruhe fährt man jetzt zu einem Gegner, der 0-5 verloren hat. Malcolm Kakutalua hat es vorhin auch gesagt, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wie sehen Sie es? Also die werden ja sicherlich auch dann antworten wollen, was ja auch logisch ist nach diesem Fehlstart. Ich sehe es genau als das, was es war. Ich habe das Spiel gesehen. Das war bis zur 60. Minute eine offene Partie, in der Karlsruhe in Führung gehen gekonnt hätte. Und hinten heraus haben sie dann noch das eine oder andere Tor bekommen. Deswegen stellen wir uns genau auf das ein, was es ist, auf einen Gegner, der sehr diszipliniert gestanden hat, der kompakt verteidigt hat, der seinerseits nach vorne drei gute Möglichkeiten ausgespielt hat, der gut aufpassen muss, wenn es über die seitlichen Eingaben kommt, über Umschaltspiel. Und dann weiß ich eher eins im Fußball, wenn dann auch noch ein Spiel so ausgeht, dass du ein paar Gegentore mehr bekommst, dann bist du eher richtig bissig und willst es unbedingt beweisen und besser machen. Ja, Barış Artık hat heute aufgrund einer Bänderzerrung gefehlt. Das heißt es dann automatisch, dass er verhindert ist für das Spiel? Das kann ich Stand heute nicht beantworten, aber es ist so, dass es heute nicht möglich war, auf dem Feld mitzutrainieren. Okay, und ansonsten spielt Karlsruhe auch mit einem Zielspieler. Das kennen Sie oder Ihre Mannschaft ja auch aus der vorherigen Saison, dass da immer ein großer oder oft ein großer Stürmer drin war. Ist das vielleicht in Anführungsstrichen ein Vorteil, dass man das auch aus der Vorsaison so ein bisschen kennt? Will ich so nicht unbedingt mit Ja oder Nein beantworten. Das ist eine Qualität, aber die der KSC hat, dass wenn sie den Ball nach vorne rein transferieren mit einem hohen Ball, dass sie gerade um die zweiten Bälle immer mit fünf Spielern insgesamt positioniert sind, dass sie dann auf den Flügel bzw. habe schon wirklich schnelle Spieler haben. Und da müssen wir wirklich gut verteidigen, nicht nur den ersten, auch den zweiten Ball und auch eine gute Teamsicherung drin haben. Okay, danke schön. Rudi Bartlitz, bitte. Ja, ich stelle im Auftrag des Kollegen Hartmann von der Bild-Zeitung, der leider verhindert ist, zwei, drei Fragen. Ich hoffe, es trifft Ihre Gunst. Fangen wir damit an, was er wissen möchte. Er sagt, Sie haben im FCM-TV von einer schludrigen Abwehr gegen Düsseldorf gesprochen. Er fragt jetzt, ist das Hauptinhalt oder einer der wesentlichen Inhalte der letzten Trainingswoche gewesen, diese Schludrigkeit abzulegen oder abzustellen? Ich habe beschrieben, dass wir zwei Gegentore bekommen, die wir nicht gut durchverteidigt haben. Wir haben aber in dem Spiel, wenn man das gesehen hat, fast gar nichts zugelassen. Es waren eigentlich diese zwei Fehler. Und bei dem Elfmeter, den wir den zweiten bekommen, da können wir auch noch über die Szene komplett durchgehen, auch noch darüber diskutieren, war eigentlich Conor Krempicki gefoult worden. Aber da war es so, dass wir eins nicht gemacht haben, dass im Konkreten, da haben wir die Flanke nicht verhindert. Und dann waren wir in der Box ganz einfach nicht gestanden, haben den Mann verteidigt, weil der Spieler hätte aus der Position den Ball gar nicht reinschießen können. Das heißt, da waren wir nicht im Zugzwang. Und es ist ähnlich passiert nach dem Fehlpass beim zweiten Gegentor, dass wir in der Box dann nicht direkt in die schnelle Sprint-Zurückanordnung gegangen sind und dann die Zirkung zum Gegenspieler. Das ist aber etwas, was wir grundsätzlich sowieso trainieren, weil es in Spielen vorkommen kann. Aber das war etwas, wo wir für uns einfach bewusst angesprochen haben, weil das wollen wir abstellen. Zweite Frage, Sie hatten einen
Probespieler hier oder ja, Tabeku, hoffe ich richtig ausspreche, er fragt, wie ist Ihre Meinung über seinen bis jetzigen Stand nach 3 Tagen oder 4 jetzt und ist es eine Option, ihn zu verpflichten? Will und kann ich mich zu jetzigen Zeitpunkt gar nicht festlegen, sondern da wollen wir uns die Zeit nehmen, ihn jetzt noch weiter in den Trainingseinheiten anzuschauen. Er bleibt noch, mit anderen Worten, ja. Gut, dritte und vielleicht letzte Frage, die andere Frage, der Kollege von der Volksstimme ist schon angesprochen. Personalsituation, der Name Brünker ist jetzt bei nicht aufgetaucht, das heißt, er fährt mit nach Karlsruhe. Der trainiert momentan wieder fest mit der Mannschaft und im Moment zeigt einen guten Eindruck. Jetzt wollen wir auch noch den morgigen Tag abwarten, wie es weiter verläuft bei Ihnen. Aber es ist bei mehreren Spielern bei uns so, weil wir auch den einen oder anderen angeschlagenen bzw. kranken Spieler dabei haben. Und Baris Atik, Sie haben ja schon halb geantwortet drauf, ist auch noch unklar, ob er mitfahren kann. Mich würde es freuen, wenn wir es hinkriegen, aber die Situation momentan kann ich so nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Okay, danke. Bitte. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kurz und knackig beende ich die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass ihr da wart. Alle weiteren Infos findet ihr bei uns in der App oder auf der Homepage. Ansonsten euch bis dahin ein schönes Wochenende und für alle, die in Karlsruhe vor Ort sind, wir sehen uns am Sonntag. Danke.